Hey Leute, hier sind wir wieder und zähmen wieder was. Heute zähmen wir die Giant Bee. Dafür braucht ihr im Redwood Forest hier so ein Bee-Nest und eine Ghillie-Rüstung. Und außerdem braucht ihr dieses Bug Repellent, das habe ich gerade schon drauf. Deswegen ist hier dieser grüne Schleier um mich. Und ihr braucht außerdem noch, um ihr das zuzustecken, weil es ist nämlich eine Passivzähmung, ein Raw Mutton oder eine Ichthyosaurus-Kibbel. Da wird jetzt gerade mal der Ichthyosaurus-Kibbel unten eingeblendet, wie man das macht. Und auch hier den das Insektenschutzmittel blende ich euch auch mal schnell ein. Jetzt. Okay, das braucht ihr dafür. Und hier oben haben wir auch schon den Bienenstock mit 5000 HP. Und da Vincent muss jetzt schnell hochfliegen und den kaputt machen. Ja, Leute, ich bin auch dabei. Und dann zerstöre ich den schon mal ein bisschen, weil alleine ist das ein bisschen schwer. Hier kommen jetzt auch schon die Bienen raus. Da muss ich die ein bisschen so austricksen. Dann schwimme ich, was glaube ich, fliege ich wieder dahin Ja, man und muss tauche natürlich nochmal ein aufpassen, paar weil diese Runden. Arbeiterbienen da, die können einen von seinem Die Flugsaurier können einen runterwerfen. runterkicken, ja. Hier ist gerade schon eine Art Riesenbiene oder sowas rausgeflogen. Egal, wir warten jetzt einfach mal. Pass auf, Aber sie ist noch nicht da, sie ist noch. guck, dass du erstmal die tötest. Ja, der Bienenstock hat 5000 HP, den muss man erstmal kaputt machen. Da kommen diese Arbeiterbienen halt, wie gesagt, raus. Und die muss man halt dann auch töten. Schau doch mal kurz, Lenny, wie viel Leben die noch haben, der Ja, Ding. die haben noch genug. Es geht Dann halt hole am ich besten jetzt mit hier noch. Flugzeug. Ihr könnt es auch mit Bogen machen, das dauert halt ewig. Oder ihr macht es halt wirklich so mit einer Schusswaffe. Und okay, warte, ich guck noch mal schnell drauf. Geh mal runter. Geh mal runter. Okay. Okay, er hat noch Dann 1000 Leben. bekämpfen Du wir kannst noch ihn mal. dreimal, aber wir töten erstmal hier die Bienen. Okay. Ich hau noch dreimal jetzt hier rauf. So. Also mit dem Pterodon geht es auf jeden Fall leichter. Hab ich gehört, weil der ist so Okay, riesig. Der nicht mehr X-Schuh. draufschlagen, nicht mehr draufschlagen. Okay. Genau, und übrigens dieses Raw Mutton oder halt den Ichthyosaurus Kibbel müsst ihr auf dem. Oh, hier kann man, die können einen halt da runterschmeißen. Das muss man auf dem letzten Item-Slot haben, weil sonst funktioniert es nicht. Was behindert dir an diesem Ding? Du siehst die halt schlecht. Ja, man erwischt sie halt aber nicht. Ja. Okay, gut. Muss man schon mal Tabajara wieder herpfeifen. Warte, wo ist denn der? Da oben. Er kommt wieder runter. Okay. Gehe ich gleich wieder auf den drauf. Nee, jetzt machen wir es mit dem Bogen den Rest. Ah ja, stimmt, machen wir das wieder. Warte, ich guck nochmal schnell, wie viel er hat. 323. Ja, Tabajara. das ist nicht. Gut. Ich schieß schon mal drauf. Es kommen welche direkt. Am besten, wenn sie dich anfliegen, sofort töten, weil sonst fliegen sie um dich rum und dann kriegst du sie nicht. Den Tabajara musst du halt, also ich habe ihn auf passiv, nicht auf aktiv Ja, stellen. schon. Okay, schon. Ich weiß ja, wie es geht. Gut, dann schießt du dabei noch mal drauf. Schießt du drauf gleich? Ja. Jetzt müssen wir uns beeilen, nicht, dass gleich wieder Nacht wird. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Gut, Ja, sie gehen warte. auf dich, dann kann ich dabei drauf schießen. Ich schieße noch drauf. Mein Jetzt kommen Raw sie zu Mutton. mir auch. Ich muss mal wieder ein neues Raw Mutton gleich rausholen. Oh, fuck, sie haben mich runtergeschlagen. Müsste jetzt. Ah, scheiße. Also ich hasse diesen verlangsamten Modus, der ist. Gut. Dann müsste es jetzt bald soweit sein, oder? Ja, das Problem ist halt, es wird gerade Nacht. Wir müssen sie dann beide verfolgen. Warte, ich muss mir noch schon ein neues Raw Mutton rausholen. Weil meins ist jetzt gerade verdorben.
Schnell lass jetzt noch wirklich schnell drauf schießen, bevor die jetzt weg sind. Wie viel Leben haben wir das Teil noch? Kannst du mal dein Fernrohr drauf gucken oder hast du keins dabei? Doch, habe ich schon. Ich Ich guck guck mal. mal. Fuck, jetzt kommen Es diese hat noch Drecksbienen. 46, das heißt, wir brauchen nur noch ein paar Pfeile. Also du jetzt nicht mehr drauf schießen, bitte. Okay, Ja. warte. Hast du deine gekillt? Jetzt müssen wir die töten. Ich sehe gerade gar nichts mehr so gut. Also Flugsauer ist ja echt praktisch. Das ist echt das Problem, dass jetzt Nacht wird. Ich sehe halt komplett nichts. Also ich sehe diese blöden Bienen. Komm jetzt her, bitte. Oh, die Himmel, wie viel bekommen jetzt? Ach, die große ist, glaube ich, draußen. Ja, ich habe doch gesagt, du sollst nicht mehr drauf schießen. Ich habe nicht mehr drauf geschossen. Alter, es kommen so viele drauf, nicht wenn ich wirklich. Alter, okay, das ist gerade ein bisschen fail. Ja, Okay. nicht da ist es. Leute, wir warten schnell, bis Tag wird, weil es ist echt von Vorteil, wenn es ist. Genau. Also, jetzt ein kurzer Cut. So, Leute, hier sind wir jetzt wieder. Es ist endlich Tag, wie ihr sehen könnt. Das heißt, ich habe mein neues Bugding drauf, neues Roam-Matten. Und der gute Vincent kann da jetzt schnell den letzten Schuss drauf machen, denn. Oh, genau jetzt regnet's. Ein Schuss braucht's noch. Soll ich draufschießen? Ja, los. Okay, Okay, da die kommt jetzt Bienenkönigin müsste draußen die sein. Bienenkönigin ist jetzt Ja, sie ist rausgekommen. draußen, sie ist draußen. Sie ist draußen, sie ist Ich draußen. verfolge sie. Und Ich dann hetze die ganzen Viecher ist am offen. besten, wenn man zu zweit ist, weil da kann einer sich verfolgen. Und du kannst vielleicht herkommen und dann hingehen und diese kleinen Arbeiter angreifen. Ja, ich bin gerade hier beschäftigt. So, okay, sie sind tot. Wo bist du? Fuck. Oh, die scheißt einfach gerade Bienen aus, Alter. Nicht so lecker. Ich lenke sie auf mich, ich hab sie wieder mir. Hast du die große Linie? Ich kann ja nichts zustecken. Geh mal weiter weg, bitte. Bin Warum gehen die weiter jetzt auf weg. mich los, Alter? Bleib mal weg, bitte. Es hat gerade irgendwie nicht funktioniert. Als ob man wirklich nur dieses Kibbel nehmen kann. Wenn ja, weil es ja schon ziemlich AIDS. Ach, weißt du gar nicht, dass es mit diesem Ding geht? Ah, jetzt kann mir was zustecken. Jetzt hätte ich es gerade machen können, aber jetzt wurden die anderen wieder aggressiv auf mich. Okay. Also funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall. Jetzt habe ich sie gleich verloren. Nein, bitte nicht. Ah, ich höre das Ich Geräusch guck von. mal. Ah, hier ist sie. Okay, gut, ich bleib noch bei ein bisschen weiter weg. Sie Auch darf bei halt mir nicht sind die aggressiv auf irgendwas Drecksbienen. sein. Ist genauso wie mit der Arenospinne. Da habe ich nämlich auch schon mal eine gezähmt. Die ist jetzt hochgelaufen, da komme ich nicht mehr hin, Alter. Ich komme da nicht hoch. Nein, bitte Wo? nicht. Ja, die ist hier einen Berg Wo? hoch und ich komme da nicht hoch. Hier ist ein Berg, Alter. Ich schaue mich nicht mehr, ob ich sie finde, weil ich laufe dann Ich wenigstens kann hier nicht hinterher. einfach hochlaufen. Und die Biene, die spawnt auch irgendwann wieder. Ja, okay, dann los. Ich hab sie. Weißt du, wo der Tapajara ist? Ja, komm mit. Und vor allem war es auch gerade dumm, weil ich gerade auf Ich. einmal von allem Möglichen angegriffen wurde. Ein Terrorbird kam auf einmal. Aber weißt, das Witzige ist halt immer, ich finde sie immer und du nicht. Ja, ich habe sie da auch einmal wieder gefunden, aber dann auf einmal wieder Terrorbird und dann muss ich gegen den kämpfen, weil der mich sonst tötet. Dann habe ich mich umgedreht, war sie weg. Ja, jetzt geht auch mein Insektenschutzmittel wieder runter. Hier ist sie, ich höre sie. Echt?
Ich habe sie gerade gehört, aber mein Insektenschuss wird das gleich weg. Hier ist sie. Ich auch, aber ich. Ey, Hab sie! los, schnell. Hab sie! Hast du es aufgenommen? Nee. So, Leute, das war jetzt alles komplett komisch, weil wir sie eigentlich schon verloren hatten und dann haben wir sie doch wieder gefunden. Also, ihr habt jetzt gerade gesehen, wie man ihr das zusteckt. Dann hast du hier gezähmt. Und dann müsst ihr hier den Darf ich ihn mal Bienenstock. reinstecken? Ja, Dreieck Bienenstock erhalten, mach mal. Und jetzt habe ich ihn in meinem Inventar. Das kann ich dann auch mal So, zählen. also jetzt waren es ungefähr tausende Cuts. Nicht setzen, nicht setzen, weil sonst können wir den Mag ich auch nicht. nicht. Jetzt Es hatten tut uns wir. auch leid, aber das war jetzt echt behindert mit der Nacht und so. Da konnten wir Ja, jetzt echt das nichts war, da machen. konnten wir jetzt echt wenig machen. Wir Aber ich sammeln jetzt noch glaube, ein ihr habt paar. es jetzt einfach Wir so sammeln jetzt gesehen. noch ein paar weitere Bienenstöcke oder vielleicht einen. Und dann zeigen wir euch, was man damit so machen kann. So, Leute, jetzt haben wir auch unseren letzten Cut gemacht. Hier haben wir ein Gewächshaus extra dafür gebaut. Da haben wir nämlich schon einen drin. Den bekommt man nicht. Man braucht aber auch hierfür unbedingt die Ghillie-Rüstung, weil wenn man die Winston tust du die einfach mal ins Inventar, zieh sie bitte noch nicht an die Ja, Ghillie-Rüstung. genau. Mache ich auch noch nicht. Komm doch einfach mal rein. Mache ich doch gleich mal. Und jetzt setz mal dein hier in die Ecke hier, in der hier. In die Ecke einfach reinsetzen. Ja, genau, mache ich das mal. So. Mal gucken. So, und da steht er. Genau, jetzt haben wir hier nämlich noch einen zweiten Bienenstock und wie man sieht, die sehen auch anders aus. Der hier ist leer, der ist voll. Ich glaube, das sieht man auch. Und wenn ich jetzt mal hier reingucke, das ist nämlich wichtig. Man muss. Oh Scheiße, habe ich keine Ghillie-Rüstung an oder was ist los? Ja. Das ist jetzt aber gleich mal ein Okay. gutes Beispiel, weil dann sieht man das ohne Gilo-Rüstung. Jetzt Ohne ziehe ich mal meine Ghillie-Rüstung. an. Ohne Ghillie-Rüstung wird man nämlich dann da so ange. Erkennen an die Trifft. Bienen. Das ist wie bei Biberdämmen, ist genau das gleiche. Wenn man nur Und reinguckt. dann jetzt schaue ich mal rein. Jetzt passt mal auf. Ich gucke jetzt mal rein und er. Also und Lenny. Dann Und passiert dann, wenn wir nichts. wieder rausgehen, dann passiert nichts. Und wir könnten den Honig rausnehmen. Und Aber hier den Honig spawnt nehmen wir halt jetzt Honig eigentlich nicht drin. raus, weil der verdirbt Genau, der sonst. Honig verdirbt hier drin, hält er 20 Tage. Außerhalb hält er halbe Stunde. Und ihr, es ist auch wichtig, ihr braucht seltene Blumen, die findet man im Sumpf, in den Pflanzen. Und die müsst ihr da reinlegen, weil sonst, ja genau, das braucht sozusagen die Arbeiterbienen. Und genau, da lasst ihr den halt einfach, also ihr braucht kein Gewächshaus, das haben wir halt einfach nur gemacht, weil wir den nicht offen irgendwo hinstellen wollen. Es bringt nichts, also es gibt keinen Treibhauseffekt, das Gewächshaus ist eigentlich nur für Pflanzen. Aber Und trotzdem. diese Blumen bekommt ihr auch ganz einfach, wenn ihr einfach mal mit dem Bronto oder so durch den Sumpf geht und haut ihr einmal ein paar Genau. Mal mit dem Schwanz hin, dann habt ihr die Blumen gleich. Ja. Also, dass Leo, ihr. kommen eigentlich noch mehrere 10 Videos, würde ich auch sagen. Genau, mehrere 10 Videos kommen noch. Wir machen hier auch noch ein paar hin. Also so 4, 5 oder so wollten wir schon haben, Bienenstöcke. Weil wir den Honig Und brauchen. Den. dann können wir auch so Updates machen, immer so, also wie Ja. es schon ausschaut in unserer Base und so. Genau, das war es jetzt erstmal hierzu. Ja, da würde ich mal sagen, ciao.